Hallihallo Löhle, willkommen zurück zu Siedler 1, Folge 14. Ich weiß nicht, ja, OBS hat irgendwie komisch falsches Fenster aufgenommen, warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe gerade extra mal geguckt und wollte wieder falsche Fenster, wieder mein Desktop aufnehmen, warum auch immer, keine Ahnung, was da los war. Sorry dafür, aber ich habe es auch dann selber gesehen. Will ich natürlich zumindest zeigen, was ich mit so einem 14 weitergemacht habe. Hier war ja alles hier mit Rot, ne? Rote Fahne hier, ne? Hatte ja wegen Eisen, Gold, glaube ich, auch, hier gehabt und Kohle. Habe ich hier nach und nach eingenommen, hier die Hütten, die hier waren, ne? Alle eingenommen, meine Bergwerke gebaut. Er hat ja auch im kurzzeitig ein. Meine Hütte eingenommen gehabt, die wird zurückerobert, müssen wir neue Bergwerke bauen. Habe hier natürlich noch weiter vorangeschritten, auch hier unten habe ich dann weiter den Rosalen zurückgedrängt, so ein bisschen, ne? Halt mal die Front nach hier hinten wegzuhalten, ne? Genau, hier wollte ich ein neues Rittergebäude bauen, um vielleicht hier noch ein Gebäude hinsetzen zu können, um halt an das Eisen zu kommen. Ich habe die Eisenbergwerke, wie ihr seht. Die sind versiegt, beide. Da war eins und das hier andere war auch versiegt. Weil die natürlich ein neues haben, ne? Neues Eisenvorkommen, klar. Weil, ich hätte doch kein Eisenerz mehr im Lager oder Schloss gehabt. Alles verbraucht, alles weg, alles weg. Deswegen wollte ich hier ein Rittergebäude bauen, um vielleicht hier ranzukommen an Eisen, ne? Die Hütte hat die auch kurzzeitig verloren gehabt, war mein Goldbergwerk weg, muss ich wieder zurückerobern, wieder neues, natürlich ein neues gebaut, ne, ist klar, logisch. Hier unten habe ich, glaube ich, wird nichts gemacht. Ich wollte auch ein bisschen runter, ein bisschen den Rosen zurückdrehen, auch wenn die Land erobern, alles, ne. Klar, habe ich geguckt, ob hier noch irgendwas ist, ja, Kohle ohne Ende. Hier war, glaube ich, auch irgendwo Eisen, ne, da ist wieder neues Eisen angefunden. Kohlebergwerk. Da ist nur noch Granit, brauchte ich ja nicht mehr, aber Kohle habe ich noch. Ich bin zwischenzeitlich auch, weil ich keinen Spitzhacken mehr hatte, neue Spitzhacken gemacht. Fünf Stück wegen neuer Bergwerke halt, ne. Da Kohlebergwerk gebaut, noch angeschlossen, also gescherzt halt, ne. Natürlich, ich habe dann auch dann, weil hier unten, irgendwo hier unten, ne. Irgendwo. Nee, genau, aber da ja Eisenbergwerk war, habe ich hier Eisenschmelze, Waffenschmiede gebaut und auch wegen Nahrung hier unten, dass wir nicht weit nach oben transportieren müssen, Lagerhalle gebaut. Hier habe ich vor allem wegen Nahrung gemacht. 38 Fleisch, 58 Brote. Ne? Deswegen vor allem. Ja, oben waren nur für Waffen, für Ritter, da immer noch 5, ne, kein Eisenerz im Lager gehabt, 0, er war komplett leer, aber hier Ritterroute, ne. Wie gesagt, habe ich hier die 4 Gebäude eingenommen, vom Rosalen. Sonst hat sich hier nichts weiter getan, ja, vorsichtshalber noch hier, weil er ein Gebäude verloren hatte, habe ich hier doch ein kleines Türmchen gebaut. Als zur Kontrolle und auch, weil es ja schlechter einzunehmen. Könnte ich besser, angreifen können. Das für dieses Gebäude hier zum Beispiel, ne? Habe ich nur so pro forma gemacht halt, ne? Ja, habe ich gesagt, wie gesagt, dann hier die Gebäude eingenommen. Von Rot, weil nur eine einzige drin, ein einziger Ritter. Habe ich hier natürlich noch weiter gesucht wegen Eisen. Habe ich hier Eisen gefunden, Fett gebaut, Kohle gebaut. Ist auch nicht so weit nach hier unten, von daher hat es wunderbar gepasst. So, hier habe ich mal einen eingenommen, nur wegen Land erobern. Wollte ich den Rosalen ein bisschen angreifen, hier noch so weiter, ne. Hier hat sich gar nichts getan, habe ich hier zum Schluss auch noch das hier eingenommen, weil war rot gewesen. Komm, weg, damit ich halt mehr Abstand hier habe, für dieses Gebäude, dass ich direkt eingreifen konnte. Habe ich das natürlich dann hier in Rot, letzte Rote auch noch eingenommen. Auf einmal habe ich gemerkt, okay, ich habe ein bisschen eingenommen, aber auf einmal war bei Ende. Das war alles. Das war, auf einmal war genug Land erobert. Ne? War schon bei 70% ungefähr. Fertig, Ende. War ein bisschen überraschend für mich. Ich dachte, ich muss eher nicht erst noch mehr machen. Ah, also gut, deshalb habe ich gehofft. Hätte ich da jetzt ein neues Eisen gesucht und dann da ein neues Eisenbergwerk gebaut. Aber
brauchte ich nicht mehr, war schon alles erledigt. Konnte leider hier oben keine, hatte keine Ritter geboren, hätte ihn durch hier angegriffen, aber war nicht gewesen, das hätte ich als nächstes dann, ja, das wahrscheinlich dann, also um den Schloss herum irgendwie, ne. Ja, das war eigentlich, ja, wie gesagt, OBS hat ein bisschen, war ein bisschen seltsam. Habe ich auch nachher in dem Video gesehen, ich werde es wohl auch das Video löschen, deswegen nehme ich das hier neu auf, um euch das nochmal zu zeigen, zu erklären, was ich gemacht habe. Die ein, dreiviertel Stunden, genau. Das war in Rosa auch schon alles. Also es kam keine Gegenwehr von Rosa, wo jetzt mittlerweile hat er wieder dreifach besetzt mittlerweile, weil er halt irgendwo hier war Eisen und Kohle. Hier war glaube ich Kohle und Eisen gewesen, irgendwie sowas. Hab ich eben abgenommen. Natürlich zerstört, ne, damit er keine neuen Ritter machen konnte. Waffen herstellen konnte, ne? Hat auch keine Eisenschmiede hat glaube ich keine gehabt, aber Waffenschmiede. Aber wirtschaftlicher Schaden halt, ne, Militär natürlich sowas dann zuerst angreifen, habe ich gemacht. Bin aber keine Gegenwehr von Rosa wirklich da, von Rosa auch nicht. War auch eigentlich ziemlich schnell down, ziemlich, ja, heißt einfach. Einfach schon, aber nicht mit großer Gegenwehr, sagen wir mal so. Hätte ich sonst jetzt weiter hier da angegriffen, die und die angegriffen, die ich wieder ein Stück Land habe, aber auf einmal war Ende. Diesmal war wie gesagt nur ungefähr 70% ungefähr Ende. Ich dachte, ich müsste eigentlich noch mehr holen, aber nö, das war's. Das ist hier, ja. Das ist alles, was ich hab. Wie gesagt, rot war nur ein bisschen, aber rosa hätte ich noch unten noch weiter angegriffen und da angegriffen, aber warum habe ich den Level geschafft? Auf einmal. Bisschen komisch, aber okay. Ich will natürlich nicht meckern, ne? Hier wollte ich auch erst angreifen, aber okay, jetzt hätte ich genug. Aber wenn des Spiels nicht genügend. Deswegen wollte ich hier oben etwas weiter vordringen, dass ich gegebenenfalls mehr Ritter hätte, hier anzugreifen. Aber brauchte ich nicht, deswegen auch hier, ne? Um mir da anzugreifen, aber brauchte ich nicht mehr. War Ende. War alles in Ordnung. Jetzt würde ich hier Rittergebäude hinsetzen. Noch mal ein bisschen mehr Land und dann hier halt Eisenbergwerk. Das war so meine Idee dahinter, warum ich jetzt hier noch ein Rittergebäude hingesetzt habe. Ne? Weil hier halt viel frei war. Deswegen wollte ich auch von hier ein bisschen rüberkommen, aber das hat alles nicht gereicht. Ich habe es nicht mehr gebraucht. Wie gesagt, die Eisenbergwerke, die hier waren, da, hier war ja irgendwo eins. Und das hier war auf einmal weg. Da habe ich keine Eisenbergwerke mehr gehabt. Muss ich ein neues Eisen suchen, ne? Da war glaube ich Kohle, ne? Oder was war da? Kohle, ja. Kohle habe ich sowieso noch ohne Ende gehabt. Kann ich euch eben kurz zeigen. Da, jetzt habe ich wieder zwei Eisenbergwerke natürlich neu gebaut. Und Gold natürlich nur eins. Reicht eigentlich in der Regel eins. 5 Kohle aktiv und 3 hätte ich noch so noch bauen können. Ne? Aber brauchte ich nicht mehr. Brauchte ich nicht. Jetzt auch erst überlegt gehabt, hier, weil hier unten der Goldbergwerk ist. Hier Goldschmiede hinzubauen, aber so weit nicht entfernt und oben ist die Kohle, entweder Kohle nach unten oder Gold nach oben. War von Anfang an schon die Idee, deswegen habe ich dann lieber da jetzt das Eis natürlich, das könnte ich auch da bauen alles, ne. Deswegen habe ich hier dann lieber hier oben Goldschmiede hingebaut, sonst hätte ich auch schon die Idee gehabt, ja, vielleicht wenn hier unten irgendwo Kohle wäre, aber hier ist auch wieder nichts, ne. Hätte ich unten dann Goldschmiede, noch eine zweite Goldschmiede gebaut, aber brauche ich nicht mehr. Wie gesagt, das war, ja, die Folge war ein bisschen komisch. Wie gesagt, ich werde die jetzt noch aktiv 14.2 ist, welche löschen. Mit dem 14.2 und werde dann dieses Video mit dem 14.2 hochladen, um euch mal zu zeigen, nochmal zu erklären, was ich dann gemacht hatte. Ich will nochmal alles genau sehen. Ja, OBS mein Desktop aufgenommen. So sieht mein Desktop eigentlich immer aus. Und dann, also außer OBS natürlich, das ist klar. Ich habe meine 5 Spiele außen rum, oben dann halt mein Browser und fertig, ne? Wer es gesehen hat, bitteschön. Wie gesagt, ich werde das löschen, werde dann dieses Video jetzt hier als neues Teil 2 hochladen. Und ja, ich habe da beim Spielen auf einmal gemerkt gehabt, also am Ende gemerkt gehabt, weil ich habe, man kommt da ein neues Passwort, auf einmal stand da nicht 14, sondern 15. Ich habe mir gedacht, Moment, 15? Wo ist denn 14?
Ja, wie ist das? Das ist ja hier 14. Und ich habe 13 übersprungen. 13 werde ich auch jetzt im Nachhinein aufnehmen, spielen, auch sofort zwischen reinschieben, wenn man so möchte. Ne? Ich habe den Videos dementsprechend verschieben, da will ich dann auch einem, was nur nacheinander ist, nicht einfach mal 12, 14, 13, 15. Das ist ja Blödsinn. Ne, sollte eigentlich gehen, ich habe mal probiert gerade, ich kann die Videos frei verschieben, wie ich möchte. Dann werde ich natürlich dann nach und nach alle aufnehmen, nur halt die Daten nicht durcheinander bringen lassen. Wird ein bisschen durcheinander sein, das Datum, wo ich die erstellt habe, die Videos, also aufgenommen habe. Aber sollte euch nicht kümmern. Wie gesagt, das ist jetzt hier, was ich dann noch gemacht habe. Ja, wie gesagt, diese vier Gebäude hier erobert. Hier, das habe ich erobert. Von Rosa jetzt, ja, dann greift schon an, ja, dann ist mal ruhig. Hier habe ich dann von Rot das Gebäude, das glaube ich auch die beiden, glaube ich, das und hier oben die drei, glaube ich, habe ich erobert von Rot. Da war nur ein einziger Ritter drin, ne? Mittlerweile hatte zwei drin. Klar, ne? Bisschen mehr verteidigen, aber naja, egal. Sonst, ja, wie gesagt, müssen wir neue Eisen suchen. Den Eisenbergwerke aus. Versiegt sind, hat dann kein Eisen jetzt mehr für neue Ritter, aber früher zu Ende als gedacht. Wie gesagt, das Gebäude war noch für Rot, hat Rot eingenommen, für Rose eingenommen gehabt, auch noch eingenommen, mit Rot halt soweit hier oben komplett weg ist, halt für dieses Gebäude hier, das nicht direkt angegriffen werden kann, wegen Bergwerke. Das ist eigentlich auch schon alles. Ja, sonst, ja, wie gesagt, hier, ich habe noch hier Eisenschmelz und Waffenschmiede gebaut, weil hier halt Eisen war und Kohle war ja auch nicht so weit entfernt, ne? Deswegen habe ich hier auch dann diese Lagerhalle für Nahrung gebaut, weil habe ich extra gemacht, genau. Nur für Nahrung, weil halt hier, ne, hier Brot und Fleisch. Sonst bis hier oben hin, da war ich schon ein bisschen weit und hier sind die Waffen, alles, ne? Komm, mach ich da unten neue Lagerhalle und fertig, ne? Da ich auch jetzt, weil ich da hinten die Eisenschmelze Waffenschmiede gebaut habe, weil natürlich der Weg hier ideal, hier Lagerhalle, kommt bei meiner neuen Lagerhalle hin, für Waffen fertig, ne? Die Wege kürzer sind. Weil hier hinten konnte ich glaube ich nichts bauen, ne? Da hätte ich bauen können, aber ach, komm, hier war auch die Nahrung gleich, ne? Bauen wir da hin, fertig, egal. Kurze Wege versuchen immer zu machen, ne? Immer versuchen kurze Wege. Ja, Passwort weiß ich jetzt gar nicht so genau. Müsste ich nachschauen. Auf alle Fälle, das ist dann der restliche Mission. Restliche Teil. Teil 2, wenn ihr so wollt, von der Mission 14. Hier war halt wichtig, dass man sich schnell ausbreitet. Diesmal ja. Weil wir halt hier hinten am Schloss, ne, hier war kein Erz. Nur Kohle. Nur Kohle war hier gewesen. Und zwar hier nichts gewesen, gar nichts. Da mussten wir uns schnell nach hier rechts ausbreiten. Hier war, glaube ich, Kohle gewesen, aber nachher Gold, aber kein Eisen. Haben wir nachher dann hier hinten gefunden. Eisen da und Eisen hier oben. Mussten wir uns schnell ausbreiten, deswegen muss ich nicht so viele Kämpfe machen, um Gebäude zu erobern. Schon war es fertig, ne? Wie gesagt, das war Mission 14. Teil 2. Beenden wir, ja, brauchen wir nicht speichern. Ich habe mich gesehen hier 15. Man müsste eigentlich doch 14 sein, aber man war schon ja 15. Ja, ich habe irgendwie, warum auch immer, übrigens SPs, ne, Stück, 13 habe ich übersprungen. Wie gesagt, ich werde jetzt 13 aufnehmen, das heißt, ihr bekommt an einem Tag zwei Videos von Siedler 1. Einmal von 14, Teil 2 und von 13. Und 13 Teil 2 dann am nächsten Tag. Dann hat man das alles komplett durch, dann ist wieder in richtige Reihenfolge. Möchte ich gerne haben. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, es war nicht so allzu schlimm. Ich werde, wie gesagt, 14 Teil 2 alte löschen, neu hochladen. Dann habt ihr auch das soweit fertig. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich weiterhin bei Mission 13, diesmal wirklich 13, Teil 1, dann wieder und Teil 2. Aber bis dahin erstmal, tschö mit Ö.